Es ist Samstag. Und wir reagieren auf was. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Was schauen wir uns heute an? Einen wunderschönen guten Tag, moin ihr lieben Freunde. Schnappt euch einen Kaffee, denn es ist Reaction Saturday. Und das bedeutet für euch, dass wir uns gemeinsam einen Speedrun anschauen und darauf reagieren. Und wir reagieren heute auf kein geringeres Spiel als das frisch erschienene 2D-Mario Super Mario Bros. Wonder. Denn hier gab es einen Major Glitch, der entdeckt wurde, der den Speedrunnern aktuell eine Stunde Spielzeit circa spart. Oder eine gute Dreiviertelstunde. Und darauf werden wir heute reagieren. Das heißt, wir haben erst krasses Rumgeglitsche und dann einfach auch noch richtig gutes Gameplay. Und das alles vereint in einem Run. Das ist doch absolut großartig. Der heutige Run ist vom lieben Skippy Peanut Butter. Und er hat Mario Bros. Wonder in 1:33 durchgespielt. Er ist der Zweitplatzierte. Bei dem Erstplatzierten war es leider sehr schwer für mich darauf zu reagieren, weil er sehr laut und sehr viel kommentiert hat. Skippy Peanut Butter kommentiert auch, aber ich glaube, ich kann die Stimme so anpassen, dass es für uns trotzdem ein enjoyable Speedrun sein wird. Dementsprechend gehen wir rein, meine lieben Freunde. Denn wir haben ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgebracht. Denn wir werden zwar durch einiges durchskippen, weil das Game hat sehr, sehr, sehr viele Zwischensequenzen. Ne? Allerdings ist es, glaube ich, so, dass wir doch schon ein Stündchen heute hier sitzen. Also packt mich auf euren zweiten Bildschirm oder packt mich auf euren Fernseher. Kuschelt euch in eure Decke ein. Es wird nämlich kalt draußen. Und dann genießen wir dieses wunderbare Spiel gemeinsam. Mario Bros. Wonder, wirklich wahrscheinlich das beste 2D-Mario aller Zeiten, I guess. Also dieses Spiel ist wirklich absolut großartig und ich kann euch auf jeden Fall ein bisschen was zu den Speedruns erzählen. Also ich habe mich auf jeden Fall mit der Glitch- und Speedrun-Mechanik schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, die wir jetzt vor allem in den ersten Welten sehen werden. Aber wie gesagt, ich werde hier ab und zu immer mal wieder, wie hier, einmal 5 Sekunden nach vorne skippen, ne, wenn wir sehr, sehr, sehr viele Cutscenes vor uns haben, denn wie gesagt, gerade hier Florian, ich glaube, so heißt die gute Raupe, der meldet sich häufiger mal mit tausenden Textboxen, die man wegklicken muss und ja, aber wie gesagt, wundert euch also nicht, wenn im Video ab und zu so kleine Sprünge drin sind, aber ihr seht das, glaube ich, sowieso, wenn ich mit den Pfeiltasten sozusagen skippe. So, ganz kurz ein paar Basics zu Super Mario Bros. Wonder Speedrunning. Ich habe Mario Bros. Wonder bisher ein einziges Mal gespeedrunnt und das war ohne große Vorbereitung. Und ihr seht zum Beispiel auch jetzt gerade schon, der Meister hat die Wunderblume nicht mitgenommen, was jeder normale Spieler normalerweise tun würde. Warum das so ist, da kommen wir gleich dazu. Aber ich führe euch erstmal in die Basics von Mario Bros. Wonder Speedrunning ein. Prinzipiell sammelt man, also versucht man, geht der Speedrun davon vom Start, ne, vom Auswählen des Menübildschirms bis hin zu dem Zeitpunkt, wo man Bowser im Final Boss Fight den letzten Hit versetzt. Das ist die Speedrun-Dauer. Es gibt wenige Regeln. Man darf jeden Charakter, glaube ich, verwenden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe das nochmal in den offiziellen Regeln nachgeschaut. Auch der Multiplayer-Modus, der lokale Multiplayer-Modus darf verwendet werden. Der Online-Modus darf nicht verwendet werden. Und ich glaube, mehr Regeln gibt es tatsächlich fast nicht. Ne? Das ist eigentlich alles. Und aufgrund dieses großen Glitches, der entdeckt wurde, den wir auch jetzt gleich am Anfang des Runs sehen werden, haben sich den Speedrun-Regeln hier ein bisschen geändert. Also vorher gab es quasi sozusagen 2 Speedrun-Kategorien für Any Percent. Also Any Percent ist, wenn man das Spiel einfach durchspielt. Das war entweder Restricted oder Unrestricted. Restricted hat bedeutet, dass man nur die normalen Charaktere nehmen darf, also nicht Yoshi und Mopsy, weil Yoshi und Mopsy kriegen ja, glaube ich, keine Gegentreffer, aber dürfen auch keine Items verwenden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei Unrestricted durfte man quasi jeden Charakter verwenden, ne? Und das waren quasi die 2 Kategorien. Und jetzt gibt es quasi, nachdem dieser große neue Glitch für Any Percent entdeckt wurde, hat man hier diese Restricted und Unrestricted Regeln komplett rausgeworfen. Die Any Percent Kategorie erlaubt jetzt quasi alles, außer den Online-Multiplayer. Und man sammelt aber im Any Percent Run, den wir jetzt gerade schauen, in 3 von 6 Welten, ne, den Königssamen nicht ein. Also 3 von 6 Welten spielt man nicht durch. Dementsprechend gibt es jetzt quasi die Any Percent Kategorie, das, was wir schauen. Und dann gibt es die All King Seeds oder Wonder Seeds Kategorie, wo man, glaube ich, wirklich dann eben alle Welten durchspielt oder alle King Wonder Seeds, ich bin mir gar nicht genau sicher. Und dann gibt es eben noch die 100% Kategorie, wo man dann alles sammelt. Ne? Das sind jetzt die 3 großen Kategorien, die es gibt. Also entweder einfach nur so schnell wie möglich durchspielen
Oder man sagt, man spielt jede Welt durch. Warte mal, was macht der Meister jetzt hier? Der nimmt jetzt hier eine Cooper Sherman. Okay, bin ich sehr gespannt, wofür die ist. Ja. Wie gesagt, also normal durchspielen, mit allen Königssamen durchspielen oder, um das da unten aufzumachen und die 10er-Münze mitzunehmen. Sehr schön. Ja, oder die 100%. Das sind die drei Kategorien. So, worauf achten wir jetzt hier bei diesem Any Percent Run? Wie gesagt, jetzt gerade am Anfang werden wir vor allem auf die drei großen Welten-Skips achten, denn es werden Welt 1, 2 und 3 geskippt. Warum das möglich ist, erkläre ich euch gleich, also wie das Spiel hier funktioniert. Jetzt holt er sich auch gerade schon seinen zweiten Spieler dazu. Da bin ich jetzt auch gespannt, warum wir das sehen. Er nimmt sich hier den gelben Yoshi und ich glaube, das macht er, weil man sich auf den gelben Yoshi maybe sogar draufsetzen kann, oder? Nee. Okay. Ich weiß warum. Okay, wir kommen gleich dazu. Wie gesagt, ich erkläre euch dann gleich, warum man die ersten drei Welten skippen kann. Und ich erkläre euch auch gleich, wie ihr dann Welt 4, 5 und 6 spielt, also auf was ihr dabei achtet. Jetzt widmen wir uns aber gleich schon mal dem Welten-Skip, weil er nämlich jetzt schon sozusagen am Start ist. Also, in diesem Spiel kann man Welt 1, 2 oder 3 skippen, weil, um in die finale Welt zu kommen, überprüft das Spiel nur, ob man Welt 4, 5 und 6 abgeschlossen hat. Denn das Spiel ist so aufgebaut, dass man die ersten drei Welten alle linear nacheinander spielt und erst nachdem man Welt 3 abgeschlossen hat, kann man quasi sich entscheiden, ob man in Welt 4, 5 oder 6 geht. Das heißt, das Spiel ist linear bis zu dieser Open Zone nach Welt 3, wo man dann Welt 4, 5 und 6 in beliebiger Reihenfolge spielen kann. Und deshalb sagt das Spiel, okay, bis Welt 3 muss der Spieler sowieso so spielen, wie wir wollen. Das heißt, wir überprüfen erst ab Welt 4, ob er alle Welten gespielt hat und ob wir ihn dann zum Finale zulassen. Ne? Dementsprechend ist es möglich, Welt 1 bis 3 zu skippen, weil das Spiel nur darauf achtet, ob man Welt 4, 5 und 6 abgeschlossen hat, um ins Finale gelassen zu werden. Das ist tatsächlich sehr, sehr großartig und das hilft uns eben dabei, oder hilft den Runner dabei, die ersten drei Welten zu skippen. So, warum kann er jetzt die ersten drei Welten skippen? Was wird jetzt hier gleich passieren? Ich werde euch das gleich vielleicht mal auch kurz pausieren, um euch das zu erklären. Aber im Endeffekt braucht man hierfür den Two-Player-Mode. Und deswegen war es auch wichtig, dass er jetzt sich gerade Yoshi ins Level geholt hat. Denn er hat mit Yoshi als erstes das Level abgeschlossen. Deshalb hat Yoshi die Krone. Und die Krone ist ein Feature, welches es nur im Multiplayer gibt. Das heißt, wenn ihr vielleicht den Multiplayer-Koop noch gar nicht gezockt habt, habt ihr die Krone vielleicht nie gesehen. Aber die Krone sagt quasi, du bist der Gewinner des letzten Levels. Ne? Du bist aktuell der beste Spieler. Und deshalb wird sich im Multiplayer die Kamera an dir orientieren. Also die Kamera orientiert sich immer daran, wo sich der Kronenspieler befindet, auf der Oberwelt sowie auch in den Leveln. Und die anderen Spieler hüpfen quasi um den Kronenspieler drumherum. Deshalb war es jetzt tatsächlich sehr wichtig, dass er Yoshi die Krone gibt, damit sich ab jetzt die Kamera an Yoshi ausrichtet. Und das will er, weil das für seinen Glitch sehr, sehr, sehr wichtig ist, den er jetzt gleich ausführt. Der Glitch ist, wie gesagt, sehr, sehr frisch. Ich glaube, den gibt es erst 4 bis 5 Tage circa. Oder wenn das Video rauskommt, eine knappe Woche. Den sehen wir jetzt und der funktioniert eigentlich recht simpel. Freunde, aufgepasst, strengt eure grauen Zellen an. Wir sind im Multiplayer und wir wissen, die Krone richtet sich quasi an Yoshi aus. Ne? Die Kamera ist auf Yoshi fokussiert. Ich meine, die Kamera richtet sich an Yoshi aus, nicht die Krone. Ne? So, folgendes. Er stellt sich hier an diesen Punkt, na, wo er jetzt quasi wieder zurücklaufen könnte. Und jetzt achtet mal auf Luigi. Er hüpft mit Luigi und pausiert am höchsten Punkt das Spiel. Warum macht er das? Wenn man quasi den Character switcht, was er jetzt tut, er geht quasi in den Character-Ausweis-Screen und wählt nochmal die gleichen Charaktere, aber das Spiel denkt, er würde jetzt Charakter wechseln. Teleportiert danach das Spiel beide Charaktere auf der Oberwelt immer nebeneinander. Also quasi dadurch, dass Yoshi der erste Spieler ist, wird jetzt quasi Luigi gleich zu Yoshi teleportiert. Ne, das passiert in dem Spiel, wenn man den Charakter wechselt. Jetzt ist es aber so, dass sich Luigi, der ja eigentlich jetzt gleich zu Yoshi teleportiert werden muss, noch in der Luft befindet. Das heißt, er wird erst teleportiert, wenn er wieder landet. Dadurch verschafft sich der Runner, ich glaube, 0,3 Sekunden circa. Und in diesen 0,3 Sekunden wird Yoshi jetzt, so schnell es geht, nach links laufen. Ne? So, ich mache das jetzt sogar, ich skippe das jetzt sogar euch frameweise weiter. Ihr seht, Luigi, der Elefant, landet noch. Ne? Er landet. Yoshi läuft schon los. Und jetzt, wo Luigi gelandet ist, hier seht ihr es, wird er teleportiert. Und dadurch, dass er sich eben diese 0,3 Sekunden gespart hat, wird jetzt Luigi auf diesen weißen Weg teleportiert.
aber er ist nicht in der Laufanimation und dadurch ist Luigi jetzt out of bounds und kann sich an Flächen auf der Oberwelt bewegen, wo er sich normalerweise nicht bewegen kann. Ihr seht es, er läuft jetzt hier unten, ne, im Nichts. Er muss jetzt, der Spieler, der Runner, muss jetzt quasi mit Yoshi die Kamera so bewegen, dass er sieht, was Luigi macht und versucht jetzt mit Luigi komplett um Welt 1 außen rum zu laufen. Das ist sehr präzise. Läuft er ein bisschen zu weit nach außen, fällt er ins Nichts und der Glitch ist vorbei. Und wenn er zu weit innen ist, wird er quasi wieder in die Welt rein teleportiert. Ne? Das ist der Punkt. So, jetzt wird, glaube ich, genau, jetzt stellt er wieder auf One-Player zurück, ne, damit er mit Luigi ja lang kann. Und zack, er verlässt Welt 1, obwohl er es gar nicht kann. Er kann jetzt hier sogar noch weiter out of bounds laufen. Es ist so verrückt, es ist so crazy, dass das Spiel so programmiert ist, ne? Dass man da rüberkommt. Er muss wirklich genau aufpassen, auf einer genau pixelgenauen Linie zu sein, weil er ansonsten nämlich runterfällt. Und zack, soeben haben wir Welt 1 geskippt. Das ist so crazy, dass das möglich ist. Wirklich. Und genau dieselbe Art von Glitch werden wir jetzt auch gleich sehen, um Welt 2 und Welt 3 zu skippen. Wie gesagt, und dann ab Welt 4 müssen wir die Königssamen sammeln, weil das Spiel überprüft, ob man Welt 4, 5 und 6 abgeschlossen hat, um sozusagen ins Finale zu kommen. Das ist der Punkt. Aber das ist, wie gesagt, der Glitch. Durch das. Und ihr seht es, da kommt sogar die Animation für den Königssamen. Den haben wir gar nicht gesammelt. Es existiert gar kein Königssamen. Das ist so verrückt, wie das Spiel hier die interne Logik geregelt hat. Ja, aber durch das Ausnutzen des Teleportierens beim Wechseln eines Charakters im Zweispielermodus. Ich weiß, super, super kompliziert gesagt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Kann man hier einen der beiden Spieler out of bounds bringen und dann ganz, ganz verrückten Shit machen. So, jetzt müssen wir ganz kurz den Samen in diesem Haus einsammeln. Da passiert nichts Großartiges, das können wir skippen. Das meine ich, ab und zu kann man in diesem Game wirklich das ein oder andere Level überspringen oder die ein oder anderen 10, 15, 20 Sekunden überspringen, weil dieses Game sehr vollgepackt mit starren Zwischensequenzen und Animationen ist. Das hat fast so ein bisschen Mario Galaxy Niveau. Ne? Dieses Game hat viele, viele nicht überspringbare Zwischensequenzen und Textboxen und Animationen. So, und jetzt ist er hier im Delfin-Level. Ohne Scheiß, ich habe zu diesem Level einen Take. Man muss in diesem Level ja nämlich ganz, ganz, ganz schnell schwimmen, um die 3 Blumen einzusammeln, um die 10er-Münzen zu bekommen. Das weiß man aber beim ersten Mal Spiel nicht. Und ich behaupte, es gibt so gut wie keinen Spieler, der bei diesem Level im ersten Versuch die 3 10er-Münzen geschafft hat. Weil keiner checkt, dass man hinterher schwimmen muss. Beziehungsweise, wenn man auch am Anfang nur 2 bis 3 Sekunden überlegt oder mal sich irgendeine Ecke anschaut, sind diese Blumen schon so weit vorne, dass man es nicht mehr schafft, die 10er-Münzen einzusammeln, bevor die Blume im Ziel ist. Also, ganz ehrlich, ich glaube, keiner hat in diesem Level im First Try die 100% gemacht. Außer vielleicht Leute, die das Spiel sowieso rushen. Die haben es vielleicht herausgefunden, aber die Blumen würden dann hier hinter dieser Säule verschwinden und dann könnte man als Spieler nicht mehr hinkommen. Und erst in dem Moment realisiert man, ich muss quasi schneller als die Blumen sein. Ne? Das ist dann die Realisierung, die man dann hat. So, verdammt, ich komme da ja gar nicht mehr hin. So ein Mist. So, jetzt nehme ich kurz einen Schluck Kaffee. Und wir machen sogar noch ein Level. Ich glaube, das liegt daran, weil wir in dieser Zwischenwelt, ich weiß gar nicht, ob die einen gewissen Namen hat. Ne, das sind ja diese, heißen die Strudelinseln? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber diese mittige Welt rund um Bowsers Schloss drumherum. Da braucht man ja auch eine gewisse Anzahl an Königssamen, damit man Welt 4, 5 und 6 betreten kann. Ich glaube, für Welt 6, wo man die meisten braucht, braucht man insgesamt 15 Königssamen, um sie sozusagen zu betreten. Und das ist eben auch eine Welt, die häufig Unterwasserlevel hat, weshalb sich hier dieses Badge super gut eignet. Allgemein, das Badge in Mario Bros. Wonder super, super, super interessant. Ich finde es so geil, dass sie dieses Badge-System eingebaut haben, weil sich dadurch so viele unterschiedliche Spielstile ermöglichen lassen, was einfach wirklich richtig, richtig, richtig stark ist. Ich frage mich gerade, er wurde hier gerade zweimal gehittet. Ob das intended war, hier zweimal getroffen zu werden? Okay, ich weiß nicht, über was er sich gerade aufregt oder was, über was er sich wundert, ne, aber absolut nicht schlimm. Und es reicht halt für ihn leider auch nicht, die Level einfach nur so durchzuskippen, sondern er muss sich jetzt hier diesen Fisch genau so positionieren, dass er ihm hier quasi immer die Decke öffnet. Am besten eben immer so, dass gleich 2 Münzen gleichzeitig freigeschaltet werden. So, und während der Fisch jetzt da noch nach oben hüpft,
sammelt er schon die anderen beiden freigeschalteten Wunderblumen-Coins ein, wo er gerade eine verpasst hat, um dann am Ende des Tages sozusagen auch diese beiden hier mitzunehmen. Und dann hat er hier sich den Wundersamen freigespielt. Wie gesagt, 15 Wundersamen muss er sich hier aus der mittleren Welt mitnehmen, um den Zugang zur letzten Welt zu erhalten, denn da funktioniert das leider mit den Glitches noch nicht so ganz gut. Na, da kommt dann leider noch ein bisschen mehr auf uns zu. Wer weiß, ob die Mario Bros. Wonder Speedrunner hier in Zukunft noch weitere Tricks entdecken, weil das ist wirklich sehr, sehr spannend, was jetzt hier quasi allein schon mit diesem Two-Player-Out-of-Bounds-Glitch-Discovery, was damit möglich war. Und wer weiß, was die Speedrunner in Zukunft noch entdecken. Die andere Frage ist auch wiederum, deswegen ist es gerade so spannend, was die Leute runnen. Nintendo sieht das natürlich auch. Und gerade in den ersten Wochen, nachdem ein Singleplayer-Spiel released wurde, oder allgemein ein Spiel released wurde, ist Nintendo sehr patchfreudig. Ich erinnere hier nur an Tears of the Kingdom, wo am Anfang des Games wirklich extrem viele Glitches entdeckt wurden, gerade auch zur Item-Duplizierung und, die jetzt alle Stück für Stück rausgepatcht wurden, obwohl es quasi nur ein Singleplayer-Spiel ist. Ne? Es war kein Multiplayer-Spiel. Trotzdem hat sich Nintendo gesagt, wir nehmen uns hier die Zeit und patchen hier diese ganzen Glitches raus, weil wir wollen, dass unser Game so gut es geht funktioniert. Es werden trotzdem immer noch weiterhin Massen, also wirklich Massen an Glitches in Tears of the Kingdom gefunden. Also allein mit dieser ganzen Baumechanik ist das, glaube ich, so ein komplexer Code. Der ist für, ich glaube, der kann nie glitchfrei sein. Aber gerade hier in so einem 2D-Mario kann man diese Dinge recht easy fixen. Ne? Also wenn Nintendo das möchte. Wie gesagt, aktuell überprüft das Spiel nur, ob man Welt 4, 5 und 6 abgeschlossen hat. Ja, sie könnten das ganz easy machen und einfach vor dem Betreten der letzten Welt überprüfen, ob man Welt 1, 2, 3, 4, 5 und 6 gemacht hat. Ne, so einfach wäre das schon. Dann würde es zwar immer noch den Out-of-Bounds-Glitch geben, der würde aber den Runnern nichts mehr bringen, ne, weil sie sowieso alle 6 Welten abschließen müssten. Also es wird sehr, sehr spannend zu beobachten, ne, ob Nintendo hier sagt, wir akzeptieren das nicht. Wir möchten nicht, dass die Speedrunner unser Spiel so kaputt machen. Wir versauen ihnen den Glitch, weil es sind wahrscheinlich muss man eine Codezeile ändern. Wahrscheinlich vor dem Betreten des Finales gibt es eine Codezeile. Is World 4, 5 and 6 completed? Ja, nein. Wenn ja, darfst du rein. Wenn nein, darfst du nicht rein. So. Und sie müssten einfach nur diese Codezeile ändern in Ist Welt 1, 2, 3, 4, 5, 6 abgeschlossen? Wenn ja, darfst du rein, wenn nein, nicht. Also, ich glaube, es wäre gar kein Aufwand für Nintendo, das jetzt zu ändern. Die Frage ist, ob sie halt sagen, wir machen hier diesen Patch. Weil das ist natürlich, der normale Spieler wird natürlich hiervon gar nichts mitbekommen. Ne? So gar nichts, gar nichts. Das heißt, das ist wirklich etwas, was nur die Speedrunning-Szene sozusagen betrifft. Und da ist die Frage, ob sie sagen, hey, wir lassen der Speedrunning-Szene das, denn es gab schon häufiger Fälle, wo sie einfach Glitches drin gelassen haben, weil es einfach nicht, es war nicht Game-Breaking, so, es hat den normalen Spieler nicht gestört und Nintendo ist sehr darauf, fokussiert, dass der normale Spieler, ne, der typische Familienvater, der mit seinen Kids zockt oder einfach der Casual-Spieler, der am Feierabend noch schön entspannt ein bisschen Mario Bros. Wonder spielen will, dass der ein gutes Spielerlebnis hat. Und der wird diesen Out-of-Bounds-Glitch niemals entdecken. Das wird nicht passieren. Und dementsprechend können sie diesen Skip eigentlich ziemlich easy in Ruhe lassen. Boah, super spannend hier, dass er versucht, tatsächlich diesen Bubbles komplett zu entkommen. Na, jetzt tatsächlich nicht mehr. Okay, ich dachte, er wird jetzt hier tatsächlich schneller, als die Bubbles diesen Berg nach oben steigen. Tut er aber tatsächlich nicht. Na, also, die Bubbles scheinen hier schnell genug zu sein. Und wir sind immer noch auf der Suche, wie gesagt, nach sehr, sehr schnellen Wonderseeds. Und deshalb komme ich jetzt auch noch zu den Dingen, auf die man allgemein in Mario Bros. Wonder Speedrunning achten muss. Das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe, bevor der Meister hier seine World Skips gemacht hat, oder seinen ersten World Skip. Die Runner sind sehr daran interessiert, eine gewisse Anzahl lila Münzen zu sammeln. Gerade die lila 10er Münzen sind sehr, sehr relevant, denn wenn man diese Münzen sammelt, kriegt man 10 lila Münzen pro große Münze und für 100 Coins kann man sich dann meistens, übrigens, jetzt kommt wieder genau der Glitch, er ist gerade mit Yoshi gehüpft, ne? Ich komme gleich auf die lila Münzen zurück, er läuft nach vorne und Yoshi wird out of bounds platziert, ihr seht es, so. Und Yoshi kann jetzt an dieser Stelle an den Ufern vorbeilaufen. Wichtig ist für ihn, dass er auf dem hellblauen Wasser bleibt. Wenn Yoshi zu nah ins Dunkelblaue kommt, wird er quasi, fällt er out of bounds. Und wenn er zu nah am Strand ist, wird er quasi wieder in die Welt reingedrückt. Aber jetzt hat er quasi Yoshi out of bounds gedrückt und direkt das Wiggler-Level gestartet. Das ist halt auch so interessant, dass die Level prinzipiell aktiv sind.
Ne? Bloß die Brücke dahin ist nicht auf der Oberwelt vorhanden. Wenn man aber wie hier sozusagen diese Brücke skippen kann, kann man eben tatsächlich out of bounds das Level aktivieren. Das finde ich super, super, super spannend. Also, wie die Oberwelt funktioniert, technisch, programmiertechnisch, ist in Mario Wonder absolut insane. Also, die Oberwelt ist quasi fast wie ein eigenes, kleines, spielbares Level mit eigenen, wie soll ich sagen, mit einer eigenen Physik, mit eigenen Hitboxes, mit einem eigenen Weltendesign, mit dem du halt auch interagieren kannst. Was man, glaube ich, im ersten Moment tatsächlich gar nicht so denken würde. Auch crazy, dass der Meister hier so schnell ist, dass tatsächlich Wiggler gar nicht irgendwie ins Bild kommt. Ich glaube, Wiggler ist tatsächlich so programmiert, dass er so eine gewisse Gummibandmechanik hat. Das heißt, wenn du langsam spielst, wird er sich auch immer wieder zurückfallen lassen. Und wenn du sehr schnell bist, wird er auch ganz schnell wieder aufholen, um den Anschein zu erzeugen, dass das Rennen sehr, sehr spannend ist. Aber anscheinend kann man hier so schnell spielen, dass Wiggler nicht mehr ansatzweise in der Nähe ist. 49 Sekunden. Da wird es mich mal interessieren, was meine beste Zeit gewesen ist. Da ist Wiggler, holy shit. Sehr cool und gibt ihm den Wundersamen. Und dadurch, dass jetzt eben das Level abgeschlossen hat, das Wiggler-Level auf der Oberwelt, wird er jetzt nämlich eben auch auf die andere Seite teleportiert und hat quasi in dieser Mittelwelt sozusagen eine Insel übersprungen und damit überspringt man Welt 2. Weil das Einzige, was passiert, wenn man Welt 2 durchspielt, ist die Sache, dass quasi diese kleine Brücke erscheint, um auf die nächste Insel zu kommen. Also man spielt die gesamte Welt 2, alle Level plus das Finale und so weiter, nur damit so eine kleine Brücke in der mittleren Welt erscheint. So, und jetzt kommt derselbe Glitch wieder. Er ist mit Luigi erfolgreich gehüpft. Jetzt geht er tatsächlich wieder in den One-Player-Modus, weil er, glaube ich, den zweiten Player jetzt nicht mehr braucht. Weil das jetzt erstmal der letzte Glitch ist. Wo er quasi diesen Overworld Out of Bounds Glitch nutzt, ne? Und jetzt läuft er hier extra außen rum, um sozusagen direkt auf die Insel zu kommen, die an Welt 4 anschließt. Und deswegen haben wir jetzt all die Level davor gespielt, dass wir jetzt an dieser Stelle mit unseren 10 Wundersamen die Wüste eröffnen können. Ne? Das ist der Punkt. So, und ab jetzt ist er sozusagen gezwungen, Welt 4 5 und 6 abzuschließen. Aber auch hier, Freunde, keine Sorge, wird der Speedrun jetzt nicht irgendwie uninteressanter oder ab hier wird er langweilig oder sonst was, sondern in den einzelnen Leveln werden Strats angewendet, die werden euch aus den Socken hauen. Ich skippe hier mal kurz nach vorne, weil am Anfang holt man sich aus diesen Häusern immer nur einen Samen ab, das ist immer gleich und man drückt einfach nur Textboxen weg. So, und jetzt geht es quasi immer darum, in den einzelnen Welten so viele Wundersamen zu sammeln, dass man das finale Castle betreten kann. Na, jetzt fängt quasi auch der Speedrunner an, das Game normal zu spielen. Um noch jetzt mal zu den lila Münzen zuvor zurückzukommen, ne, damit wir hier sozusagen ein bisschen im Modus bleiben. Wie gesagt, es gibt in den Shops auf der Oberwelt gibt es eben diese Wonder Seeds. Und die kosten meistens 100 lila Münzen. Und das sind natürlich die am schnellsten und am einfachsten zu sammelndsten Wonder Seeds im Spiel. Das heißt aber auch, du musst deine Speedrun-Route so anpassen, dass du eben immer, wenn du diesen Shop betrittst, genügend lila Münzen hast. Auf der anderen Seite willst du aber auch nicht zu viele lila Münzen haben, weil immer wenn du lila Münzen einsammelst in einem Level, musst du meistens in irgendeiner Art und Weise einen Umweg gehen, um die lila Münze mitzunehmen. Selten liegen lila Münzen, sag ich mal, komplett auf dem Weg. Ja? Und hier nimmt er sich die 10er Münzen mit, weil hier der Umweg möglichst gering ist. Und ja, also quasi, ihr werdet sehr, sehr, sehr viel Routing sehen. Ne, dass man sich als Spieler diese lila Münzen hier und da immer sehr, sehr schnell mitnehmen kann. Zudem ist es für den Spieler sehr, sehr interessant oder sehr, sehr wichtig, dass er bei den Zielflaggen immer an den untersten Punkt der Zielflagge kommt. Denn je weiter oben der Spieler an der Zielflagge landet, desto länger dauert die Animation, dass dein Charakter da sozusagen runterslidet. Das heißt, je weiter unten man an der Zielflagge landet, desto weniger Zeit verliert man sozusagen bei der Level-Verlassen-Animation. Ich glaube, ihr wisst selbst, was ich meine. Ne? Und auch das ist eine Sache, die man auf jeden Fall beachten muss. Das ist als normaler Spieler, finde ich, tatsächlich sehr, sehr unbefriedigend anzuschauen, weil es sieht natürlich schon immer wunderschön aus, wenn der Spieler ganz oben an der Spitze der Fahnenstange landet. Aber dem Speedrunner ist es relativ egal, wie schön oder nicht schön sein Gameplay ist. Ne? Der Speedrunner will einfach nur so schnell wie möglich durchkommen. So, diese Level sind natürlich auch voll entspannt. Ich glaube, die haben meistens tatsächlich Sunshine-Musik drin. Also allgemein, die Entwickler hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß daran, Sunshine-Musik
hier in Wonder wieder zu verwenden. In einem Level hört man, glaube ich, auch sogar dieses. Ne? Ihr wisst schon, diesen Underground-Tune, der in den Sonderleveln häufig verwendet wird. Und ich glaube, hier hinten gibt es sogar 3 Wonder Seeds, ne? Ja, tatsächlich. Aber er nimmt sich nur das Turbo-Badge mit und den ersten Wonder Seed für die 30 lila Münzen. Und jetzt geht ihr über das Weltmenü wieder zurück zum ersten Level, weil ihm das sozusagen Zeit spart. Ich bin gespannt, an welcher Stelle er dieses Turbo-Badge jetzt nutzen wird. Ob er das jetzt permanent nutzt? Okay, er nutzt es eventuell sogar jetzt den ganzen Run. Weil natürlich mit dem Turbo-Badge... oder warte mal, ist das das Turbo-Badge? Ja, oder? Nee, stopp, ist es nicht? Warte mal, was? Welches Badge hat er da jetzt gerade angelegt? Ich bin verwirrt. Ich dachte, das wäre das Badge, mit dem man die ganze Zeit sprintet, aber... Ich glaube nicht, dass es das ist. Aber er ist doch schneller als sonst, oder? Ich bin verwirrt, Freunde. Ich bin stark verwirrt. Wir werden das gleich nochmal genauer überprüfen. Na, welches Badge er hier angezogen hat. Aber ich glaube, es ist eins, mit welchem er sich schneller von A nach B bewegt. Aber es ist, glaube ich, nicht das, was ich denke. Weil es gibt ja auch noch dieses Turbo-Badge, mit dem du immer von 0 auf 100 beschleunigst. Und wo du dann in der Luft sogar noch diesen Extra-Jump hast. Na, ihr wisst mit Sicherheit, welches ich meine. Und ich dachte gerade, dass er dieses Badge genommen hat. Aber ich glaube, dieses Badge, von dem ich rede, das ist so ein Challenge-Badge. Welches in der Ordenliste ganz rechts ist. Na, da sind einige von denen. Wir überprüfen das gleich nochmal. Ja, vielleicht werden wir das dann im Laufe der Reaction noch herausfinden. Da bin ich mir sicher. Aber er scheint noch hier noch ganz, ganz gut Kontrolle über das zu haben, was er tut. Vielleicht ist das, was er eingesammelt hat, vielleicht lässt ihn das einfach schneller sprinten, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist das ein Sprint-Badge. Ich habe es halt in meinem Playthrough nie genutzt. In meinem gesamten Playthrough habe ich immer nur die Schwebekappe genutzt. Ich war so ein Schwebekappen-Otto. Ja, ne? Machst du nix. Aber vielleicht sehen wir es jetzt gleich nochmal. Da. Dash a little faster than usual. You walk a little faster too, even across sandy areas. Okay, okay. Ja, also man sprintet einfach ein bisschen schneller und wird auch von Treibsand nicht so schnell sozusagen beeinflusst. Alles klar. Wusste ich tatsächlich gar nicht mehr, dass es das gibt. Und eine Sache müssen wir auf jeden Fall auch noch ansprechen, Freunde, die in diesem Run auch noch sehr, sehr wichtig wird. Okay, hier bounce er gerade nicht in die Richtung, wo er hin will. Das ist nämlich die Seifenblasenblume. Die Seifenblasenblume ist nämlich auch ein Item, welches sehr, sehr broken in diesem Spiel ist. Weil mit der Seifenblase ist es dem Spieler möglich, unendlich an Höhe zu gewinnen. Denn, die Seifenblasenblume kennen, glaube ich, alle Wonder-Spieler unter euch. Da kann man eine Seifenblase nach vorne werfen. Wenn die mit einem Gegner sozusagen zusammenknallt, dann wird das eine Münze. Und das Spannende ist eben, man kann eben auch auf diese Blasen hochhüpfen. Hier auch unglaublich unbefriedigend. Er geht einfach in die Ninja-Disco. Und, okay, vergesst das. Ich wollte sagen, der aktiviert sie nicht, aber er aktiviert sie doch. Alles gut. Ja. Und er kann quasi dann eine Blase werfen, auf diese Blase draufhüpfen, ne? Hier, seht ihr es? Jetzt habt ihr es gerade gesehen. Und kann tatsächlich auch in der Luft theoretisch eine erneute Blase werfen, die er sozusagen wieder als Sprungpad benutzen kann. Das ist das unglaublich Spannende. Das heißt, ganz Blase drauf springen, wie hier. Blase drauf springen und damit theoretisch unendlich an Höhe gewinnen. Und das ist dann etwas, was wir tatsächlich im Laufe dieses Runs vermutlich noch häufiger sehen. Es gibt gewisse Level, da kann man das gesamte Level überspringen, wenn man hier diese Blasenjumps macht. Also das ist, wenn man, ich glaube, Mario Bros. Wonder Speedrunning perfektionieren will, dann muss man einfach der beste Freund dieser Seifenblasenblume werden. Denn die wird dich durch deinen gesamten Run begleiten, ob du willst oder nicht. Und ich glaube, da werden wir wirklich noch sehr, 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 sehr spannende Skips hier zu sehen bekommen. Gut. Und ich glaube, jetzt habt ihr zumindest mal die groben Basics von Mario Bros. Wonder Speedrunning gezeigt bekommen. Wie gesagt, natürlich geht es immer noch drum, lila Münzen sammeln, so schnell wie möglich durch die Level kommen, am besten so viel skippen wie geht und. Es ist natürlich auch wichtig, seine Items zu behalten, weil manche Tricks tatsächlich davon abhängig sind, welches Item man hat. Manchmal braucht man den Elefanten, sehr häufig wird man die Seifenblaseblume brauchen.
Naja, da gibt es schon so gewisse Dinge und das kann solche Runs sehr, sehr schnell sehr verwirrend machen, wenn man an der einen oder anderen Stelle mal ein Item verliert. Wie jetzt, glaube ich, hier die Seifenblasenblume, die er, glaube ich, nicht verlieren wollte. Und dann auf einmal im nächsten Level nicht mehr den Trick machen kann, für den man eigentlich die Seifenblasenblume braucht. Also Item-Management ist etwas sehr, sehr Relevantes in diesem Spiel. Und Profi-Runner müssen sehr darauf aufpassen, wann sie welches Item haben, wann sie die Items tauschen, welches sie im Inventar haben, was sie machen müssen, wenn sie Items verlieren und, und. Weil es natürlich auch nicht in jedem Level die gleichen Items gibt, ne? Also, es kann auch mal sein, dass man zum Beispiel seine Seifenblasenblume verliert und die nächste Seifenblasenblume kommt erst in 3 Leveln oder so, ne? Das ist dann natürlich super schwierig. Dann hat man 3 Level, wo man vielleicht wichtige Skips nicht machen kann, weil einem das Item fehlt. Also, wir hoffen natürlich jetzt für unseren Runner, dass er sein Item-Management in diesem Run natürlich perfekt macht. Ne? Und oh, ich wollte gerade sagen, was macht er? Er ist gerade auf einmal in den 2-Spieler-Modus gegangen. Keine Ahnung, wollte er da gerade irgendeinen Glitch vorbereiten, von dem ich nichts weiß oder so? Bin mir noch nicht so ganz sicher, aber das scheint zu passen. Und hier nimmt er sich einfach den Bücksprung. Super interessant, weil eigentlich müsste man hier quasi im Takt, glaube ich, dieses Podest nach oben bringen. Und ich glaube, ohne diesen Bücksprung bräuchte man 3 Sprünge. Das heißt, man müsste 3-mal auf den Takt warten, bis die Plattform nach oben kommt. Aber durch dieses heftige Rückwärtssalto reicht es, dass er 2-mal den Sprung macht, um sozusagen an der Stelle... Bruder, er hat gerade einen kompletten Meltdown. Reicht eben 2 Sprünge, um dieses Podest so weit nach oben zu fahren, um den Wundersamen zu aktivieren. So, und während ich euch jetzt immer noch was über diesen Run erkläre, ich weiß, es ist ganz, ganz gruselig, sind wir schon im Finale der 4. Welt, ne? Also quasi, in diesem Run haben wir eigentlich nur 3,5 Welten. Wir haben Welt 4, Welt 5, Welt 6 und dann noch die letzte Welt, die ja, glaube ich, aus 4 Leveln besteht? Oder 5? Ich glaube 5. Na? Und ja, die erste von 3 Welten ist quasi jetzt hiernach schon vorbei. Und jetzt sehen wir noch etwas, was sehr, sehr spannend ist, nämlich das Bohrer-Item. Das ist in diesem Level auch ganz, ganz, ganz sick. Und allgemein in dem Spiel ist das krass, weil du häufig wirklich komplette Level-Passagen skippen kannst. Oh, er hat die 10er-Münze vergessen. Du kannst, wie gesagt, komplette Level-Passagen skippen, weil du einfach im Boden drin steckst. Also du kannst einfach alle Gegner, alle Firebars, alles überspringen. Und jetzt sehen wir auch gerade, warum er das Turbo-Badge hat. Ne, wir sehen das. Er kommt jetzt nämlich hier deutlich leichter über den Sand und wird nicht vom Treibsand so krass beeinflusst. Das ist der Grund, warum er sich jetzt, glaube ich, hier dieses Dash-Badge mitgenommen hat. Dash-Badge, auch absolut großartiger Name. Und wir kommen zum Bossfight und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bossfights sehr weird sind. So, jetzt aktiviert er wieder den Two-Player-Modus. Was ich sehr spannend finde, ist mit dem Two-Player-Modus es irgendwie möglich, dass man den Boss schneller besiegen kann? So, okay. Das Ganze geht los. Er positioniert Yoshi in der Ecke. Ich weiß noch nicht genau, warum er das tut. Er kann natürlich auch immer nur mit einem Controller gleichzeitig spielen. Warte mal. Hat er den versucht, irgendwie zu trappen? Nee, ne, ich glaube, er ist einfach nur an ihm vorbeigesprungen. So, Bowser Jr. verwandelt sich jetzt in die Neon The Purge-Version von Bowser Jr. Ich weiß noch nicht genau, was das soll. Und wie gesagt, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, warum er Yoshi hat. Vielleicht hat er auch Yoshi jetzt nur beschworen, weil er Yoshi gleich auf der Oberwelt braucht. Also vielleicht macht er diesen Kampf gleich noch komplett alleine, so wie es tatsächlich gerade aussieht. Und erst auf der Oberwelt braucht er Yoshi wieder. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht das Level gleich mit Yoshi abschließt. Ja, attack this bitch. Damit Yoshi dann auf der Oberwelt die Krone hat. So, jetzt schauen wir mal. Yoshi kriegt keinen Schaden, deswegen kann Yoshi auch unten auf den Stacheln stehen. Ich spule hier mal ein bisschen nach vorne. Ne? Bowser Jr. ist nur auf Yoshi fokussiert, aber Yoshi juckt das nicht, weil Yoshi keinen Schaden bekommen kann. So, und Bowser Jr. wurde besiegt. Und jetzt müssen wir darauf achten, mit welchem der beiden Charaktere er nun den Wundersamen einsammelt. Das ist jetzt... So, er sagt es gerade selber. Grab the seed with Yoshi. So sieht's aus. Okay. Seed eingesammelt, Schloss befreit, aber warum hat er jetzt die Krone auf Yoshi gebraucht? Also warum musste er das Level mit Yoshi beenden? Sehen wir jetzt doch gleich nochmal einen Overworld-Skip. Jetzt wird wieder hier eine von diesen Onyx-Schlangen vom Schloss eingesaugt. So, im Shop wird sie jetzt erst nochmal ein Wonder-Seed gegönnt. Damit kommen wir nämlich schon mal auf 11 hier bei den Blüteninseln. Das ist schon mal, oder heißen die Blüteninseln? Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. So, und ja. Es kommt wieder der altbekannte Glitch.
mit einem Spieler hüpfen, mit dem anderen loslaufen und dann den anderen Spieler neben sich teleportieren lassen. So, dafür hat jetzt wieder Yoshi gebraucht. So, und jetzt können wir, glaube ich, wieder auf den One-Player-Modus gehen. So sieht's aus. Denn damit kann er nun alleine mit Luigi herumlaufen. Und er wird wahrscheinlich jetzt hier, ich verstehe, warte mal, er macht jetzt hier den Zwei-Spieler-Modus? Okay. Er teleportiert jetzt den zweiten Spieler gleich neben sich. Wahrscheinlich auch so ein bisschen als Backup. So, um hier quasi diese Insel zu skippen. Weil ich glaube, wenn er nämlich diese Insel skippt, dann muss er, ich glaube, da erscheint normalerweise das Luftschiff. Da wird man normalerweise von Bowsers Luftschiff angegriffen. Und dieses Level überspringt jetzt damit. So, und jetzt wird's interessant. Hier ist nämlich ein Abgrund. Und er ist jetzt gerade in den Abgrund gefallen und muss jetzt im richtigen Frame, glaube ich, in den One-Player-Modus gehen, oder? Nein, muss er nicht mal. Er hat es geschafft, den zweiten Spieler auf der Oberwelt landen zu lassen. Der erste Spieler ist, glaube ich, unter die Welt gefallen. Und der zweite Spieler ist, weil er hinterhergezogen wurde, oben in der Welt gelandet. Vermute ich jetzt mal. Und so konnte er jetzt quasi dieses Level betreten. Oha. Okay. Das ist super interessant. So, auch dieses Level überspringt er jetzt quasi komplett. Ihr seht es, er wirft hier immer Bubbles. Weil das ist eigentlich ein Level, was du, glaube ich, dann mit der Wunderblume vom Goomba spielen musst. Ist das sogar die hier? Ja, tatsächlich, okay. Da hat er nicht mal die Goomba-Sektion geskippt, sondern sich ja tatsächlich ganz bewusst dafür entschieden, einfach nur mit der Bubbleblume viel zu überspringen. Aber spannend, ne, dass er sich jetzt quasi freiwillig für den Goomba entscheidet. Zumal der Goomba wirklich ein sehr, sehr langsames Level-Element ist. Ne? Es ist ein sehr langsam laufender Goomba. Aber ich hatte sehr, 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 sehr viel Spaß bei der Goomba-Verhandlung. Das muss ich tatsächlich auch sagen. Und ich finde es sehr cool, dass sie die Ingame gepackt haben. Das war ein sehr, sehr cooles Element. Ich glaube, das war aber das einzige Level, welches es gab, wo der Goomba, glaube ich, verwendet wurde. Ich glaube, danach hat man den nie wieder gesehen. Und es gibt so manche Verwandlungen, wie zum Beispiel den Schleim. Der kommt, glaube ich, 4 oder 5 Mal vor. Und dann gibt es Verwandlungen wie den Goomba, die siehst du nur ein einziges Mal. Ne? Und dann war es das schon wieder. Das finde ich so ein bisschen schade. Auch das Rutschen-Element, das werden wir vielleicht in diesem Run auch noch sehen, wo der ganze Boden mit so grünem Schleim bedeckt ist, wo man dann durch diese ganzen Level so durchslidet. Auch ultra cool, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wurde aber, glaube ich, fast nie wieder verwendet. Ne? Ich glaube, es wurde ein einziges Mal genutzt in dem Level, was gar nicht mal so lang war. Und dann war Feierabend. Ich weiß nicht genau, warum sie das getan haben. Das ist, sie haben ein paar sehr interessante Entscheidungen in diesem Spiel getroffen. Und ich muss auch interessante Entscheidungen treffen, Freunde, und diesen Kaffee trinken. So, wir gehen wieder auf den Einspielermodus zurück. Wir haben 13 Wundersamen, das heißt, wir können für 12 Wundersamen an der Stelle Welt 5 uns schon mal freikaufen, was sehr, sehr schön ist. Und jetzt gehen wir in die Fungiminen. Und die Fungiminen, oh, ich bin mir nicht sicher, aber sie könnten meine Lieblingswelt im Mario Bros. Wonder gewesen sein. Also ich finde die Idee, dass du quasi eine Art Minenlevel hast, in der so Blütenkönigreich-Arbeiter sozusagen leben und dass sie quasi dann in diesen Minen gefangen sind. So, hier am Anfang holt er sich im Haus wieder diesen Samen ab, das ist kein Problem. Und dass du dann quasi diese Mitarbeiter aus der Mine befreien musst, finde ich sehr geil. Bloß, hier stoßen wir wieder an ein Problem, welches das Spiel aber häufiger hat. Und da bin ich so ein bisschen so, naja, das ist der Grund, warum viele dem Game keine 10 von 10, sondern nur eine 9 von 10 geben. Denn hier fehlt einfach mal wieder der Bosskampf. Na, also ich glaube, wenn etwas an diesem Spiel kritisiert wird, ist die Tatsache, dass, glaube ich, in 2 Welten gar kein Bosskampf vorkommt. Na? Oder waren es sogar 3? Nee, ich glaube, in 2 Welten kommt gar kein Bosskampf vor. Und dann kämpft man 3-mal gegen Bowser Jr., und ich glaube, 3-mal gegen diesen, oh, sehr, sehr schön, wie er hier die Bubbles verwendet. Und ich glaube, 3-mal gegen diesen Metall-Bowser, wo du auf seinen Kopf hüpfen musst. So, warum das? Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass sie ja Bosse anscheinend können. Denn der Final Boss-Fight war kreativ, er war spaßig, er war unglaublich inszeniert. Also sie können Boss-Fights. Bloß sie hatten absolut gar keinen Bock, für die einzelnen Welten coole Bossfights zu machen. Wie gesagt, in Welt 3 und auch hier Welt 5 haben sie sich den Bossfight tatsächlich komplett gespart. Und dann dachten sie sich einfach so, nee, brauchen wir nicht. In Welt 3, da lassen wir einfach einen Blütenkönigreich-Bewohner Fump sagen. Und nachdem der dann Fump gesagt hat, gibt er dir einfach den Königssamen, einfach so. Und man denkt sich so, alles klar, ja, ja, verstehe ich, ist absolut logisch, was ihr hier tut.
Na, und in Welt 5 ist es halt die Rettung dieser Minenarbeiter. Aber in Welt 3 wäre es unfassbar krass gewesen, wenn dieser Challenge-Meister, der einem da den Königsamen einfach schenkt, werden, der sagt, hahaha, und jetzt kommt die ultimative Prüfung, ich bin der Boss, und dann verwandelt er sich in irgendein crazy Viech, ne, und, kämpft dann gegen einen. Man hätte sogar so einen Plot-Twist einbauen können, dass der so tut, als wäre er sozusagen immer, als würde er dich challengen, seine Prüfung an diesem Berg zu schaffen. Und am Ende stellt sich heraus, dass man ihm nur dabei geholfen hat, an den eingesperrten Königssamen heranzukommen oder so, ne? Und dann klaut er den Königssamen und vereint sich da mit dem Königssamen und wird ein Ultraboss. Keine Ahnung, ne? Es hätte so viel Mögliches sein können. Und auch hier in Welt 5 hätte man eine ganz simple, geile Story schreiben können. Und zwar einfach, die Minenarbeiter buddeln sich hier richtig tief, ne, werden dann verschüttet. Aber um die Minenarbeiter dann quasi zu retten und frei zu schaufeln sozusagen, muss man irgendwie tief buddeln und befreit damit ein tief in den Minen eingeschlossenes Monster, so ein bisschen im Herr der Ringe-Style, ne, dass man zu tief gebuddelt hat und den Balrog befreit oder sowas. Ne? Also für jede Welt hätte man, wenn man gewollt hätte, sich einen richtig coolen Boss überlegen können. Ne? Und das habe ich mir jetzt überlegt mit 5 Sekunden Brainstorming. Ne? Wenn sich da talentierte Videospielentwickler ransetzen, dann überlegen die sich 1000 Bosse in der gleichen Zeit. Ja, also, das war wirklich einfach eine ganz bewusste Entscheidung des Teams, dass sie gesagt haben, kreative Bosse, nee, machen wir nicht. Wir lassen den Spiel einfach dreimal gegen Bowser Jr. und dreimal gegen eine Bowser-Fließbandmaschine. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, kämpfen. Ne, oder warum diese Maschine existiert. Und ja, finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen komisch, dass sie sich dafür entschieden haben, aber hey, ne? Das war deren Entscheidung und das Spiel ist trotzdem noch großartig. Aber das gibt dem Spiel so einen kleinen Knackser. Das Game hätte wirklich ganz, ganz krassen Legendenstatus erreichen können. Wenn die Bosse auch noch alle individuell und krass gewesen wären, hätte ich, glaube ich, an diesem Spiel nichts zu kritisieren. Ich sag's, wie es ist. Wenn dieses Spiel Bosse im Donkey Kong-Stil gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich das perfekte 2D-Mario gewesen. Ja. Muss man tatsächlich einfach so sagen. Aber leider wurde die Entscheidung getroffen, individuelle, coole Weltenbosse nicht als Teil des Spiels zu integrieren. Sehr spannend. Wir haben auch gerade exakt, wirklich auf die Münze genau, 100 lila Münzen, wodurch wir uns an der Stelle den 7. Wonder Seed kaufen können und uns dann wahrscheinlich in einem anderen Level ordentlich Zeit sparen, weil wir den Wonder Seed nicht machen müssen. So, und hier kommt jetzt schon das erste Schleim-Level. Und der Schleim, wie gesagt, ich habe den vorhin ein bisschen gehatet, ist an sich eine sehr, 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 sehr coole Verwandlung. Die macht wirklich unglaublichen Spaß. Aber sie kam halt wirklich einen Tick zu häufig vor, wenn ihr mich fragt. Also, wie gesagt, ich glaube, 4-mal, 5-mal, also in wirklich vielen Leveln spielt man diesen Schleim. Und ja, da hätte man lieber die ein oder andere Verwandlung, die jetzt nur einmal vorkam, ein bisschen häufiger reusen können, ne? Aber irgendwas hatten sie am Schleim. Entweder, ich weiß es nicht, hat der Lead-Designer gesagt, der Schleim ist meine Erfindung und weil ich hier bestimme, wie alles läuft, bestimme ich jetzt, dass der Schleim ganz häufig kommt. Oh! Oh boy, hier hat er die Bubble verloren. Hier hat er die Bubble verloren und er hat jetzt auch keine weitere Bubble-Blume im Inventar. Er regt sich auch gerade massiv auf. Zu Recht, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Da bin ich jetzt gespannt, wie er das backupt. Ob er weiß, wann die nächste Bubbleblume kommt. Ja, oder ob es da irgendetwas anderes gibt, worauf er achten muss. Er sammelt auch gerade gar keine lila Coins mehr ein. Oh, doch, macht er. Er hat sogar gerade gesagt, just in case. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einmal in einem Shop sozusagen eine Wunderblume kaufen. Das habe ich nämlich gerade gefragt. So, und hier nehmen wir den Secret Exit und haben damit das erste Level zur Rettung der Minenarbeiter geschafft. Wichtig auch noch eine Sache, die ich noch gar nicht angesprochen habe. In diesem Spiel spart man sich einiges an Frames, wenn man das Game mit Mario oder Luigi spielt, soweit ich weiß. Weil die beiden Charaktere etwas, also wirklich minimal, aber etwas schneller in die Röhren gehen. Ja? Ihre Röhrenanimation ist wenige Frames schneller als die anderer Charaktere. Das heißt, ich glaube, alle Mario Bros. Wonder Runs
werden mit Mario oder Luigi gerunnt. Ne? Ich weiß nicht, ob das für Luigi auch gilt. Mir persönlich wurde auf jeden Fall in den Livestream-Chat geschrieben, dass ich Mario nehmen soll für meinen ersten Speedrun-Versuch, den ich hatte, weil Mario eben diese etwas kürzeren Röhrenanimationen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass Mario und Luigi sich hier nicht viel geben, weil, glaube ich, beide haben in dem Game die exakt gleichen Animationen. So, und ich glaube, weil er jetzt hier seine Bubbleblume nicht hat, muss er jetzt wirklich hier ab und zu den normalen Weg gehen, anstatt sich hier mit der Seifenblasenblume sozusagen den Weg nach oben sozusagen frei zu machen. Also sobald es in dem Level irgendwie darum geht, vertikal an Höhe zu gewinnen, ne, will man eigentlich als Runner immer die Seifenblasenblume dabei haben. Aber die hat er eben vorhin verloren. Das ist so ein bisschen, ja. Es war sehr schmerzhaft für ihn. Es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Jetzt hat er sie aber wieder. Also er weiß auf jeden Fall, wo er seine Backup-Blumen herbekommt. Das ist sehr, sehr schön. Und da, ihr seht es, ne, zack, auf einmal sind die Skips auch wieder da und der kann hier über diese ganzen Mumie-Gegner drüber springen. Also, die Seifenblasenblume ist der beste Freund des Mario Bros. Wonder Speedrunners. Aha, und da macht ihr direkt wieder Fehler, ne? Ich sehe hier absolut fehlerbehaftetes Gameplay. Peinlich. Meine Oma hätte das besser gespielt. So, und hier muss er sehr lange warten. Aber es ist halt tatsächlich notwendig für ihn. Weil man muss durch diese Türe sliden, um den Secret Exit zu erhalten. Er stellt sich natürlich ganz rechts auf die Kante. Ist logisch, um so schnell wie möglich mit der Türe konfrontiert zu werden. Und hier ist die gerade von mir angesprochene Blume. Und wow. Man kann die sozusagen, man kann diese Wunderblume sogar erreichen, bevor der Stein unten wieder nach links slidet. Das war super fast. Das ist das, was ich regelmäßig probiert habe, aber nie geschafft habe. Und diese Rutschmechanik, die hätte es meiner Meinung nach so viel... Bruder, ich glaube, er hat da gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das wollte er nicht. Er hat sich da hier so ein bisschen nach rechts und links bouncen lassen. Aber die Blume am Ende des Tages noch bekommen. Aber er stöhnt hier recht häufig. Also ich glaube, er weiß, dass sein Run hier wirklich einiges an kleinen Mikrofehlern hat, die wirklich noch viel, viel Zeit offen lassen. Ich habe ja auch am Anfang des Runs gesagt, wir haben hier aktuell nicht den erstplatzierten Run, sondern es ist der zweitplatzierte, weil der zum Reagieren einfach deutlich angenehmer ist. Ich glaube, der zweitplatzierte ist circa 45 Sekunden hinter dem Erstplatzierten aktuell, na, dass ihr da an der Stelle auf jeden Fall auch Bescheid wisst. Und ich muss jetzt ganz kurz eine Pause machen, ich muss einen ganz kurzen Cut setzen, es geht sofort weiter. Okay, Freunde, machen wir weiter. Ich habe nur ganz kurz eine Toilettenpause gebraucht und habe mir da jetzt noch fix einen kleinen Riegel eingeschoben, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich heute noch nicht so viel gegessen habe. Ich habe mir tatsächlich gerade kurz vor der Reaction auf dieses Video oder auf diesen Speedrun tatsächlich Zutaten für Baklava gekauft. Ich weiß nicht, wie viele von euch Baklava kennen. Das ist so eine, ich glaube, türkische Süßspeise, wo du so Blätterteigschichten hast, in denen verschiedene Nüsse drin sind, also gehackte Pistazien, gehackte Walnüsse, gehackte Mandeln. Und am Ende wird das alles mit so einer Zucker-Honig-Sirup-artigen Masse einmal übergossen und dann gebacken. Und es schmeckt kriminell gut so. Und Freunde, jetzt sehen wir auch schon gerade, wie der Meister hier mit seinen Bubbles hier einfach massiv an Höhe gewonnen hat und an Stellen kommt, wo er eigentlich noch gar nicht hätte hinkommen sollen. Aktiviert jetzt hier im Schleim die Wonderblume, die er braucht. So, und kommt jetzt hier zur nächsten Schleimverwandlung, ne? Also direkt schon Schleimverwandlung Nummer 2 in derselben Welt. Ich glaube, der Schleim kommt dann auch noch in der Spezialwelt auf jeden Fall vor. Vielleicht sehen wir den Schleim sogar noch ein drittes Mal heute. Ich weiß es gar nicht genau, aber den haben sie echt gerne. So, jetzt frage ich mich, ob man hier das Ganze ein bisschen skippen kann. Ja. Oh my god, why did I go for that? Holy shit, okay, das hat ihm massiv Zeit gespart. Wow. Das war krass. Ganz, ganz knapp, wie Sprünge hier. God damn it, okay. Nee, aber wie gesagt, ich wollte dann eigentlich direkt nach dem Run hier Baklava machen. Und wie gesagt, ich habe heute noch nicht so viel gegessen. Ich weiß auch nicht warum. Also ich achte eigentlich in letzter Zeit schon eigentlich darauf, genügend zu essen. Aber irgendwie esse ich immer noch nicht genug. Also ich habe immer wieder Momente, wo ich dann so richtig so Bauchweh bekomme vor Hunger. Das kennt ihr safe. Das ist das unangenehmste Bauchweh überhaupt. Aber okay, es ist nicht ganz unangenehm, weil du weißt auch, wie du schnell losbekommst. So, und jetzt bin ich gespannt, wie er jetzt hier am schnellsten diese Ringe hier aktiviert. Na, er darf natürlich nicht in die Mitte in diese glühende Sonne fallen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Oh, what? Man muss nur 2 aktivieren, um diesen Wonder Seed zu kriegen?
Ich dachte, man müsste an allen vier Kreisen diese Samen aktivieren, um den Wonder Seed in der Mitte zu bekommen. Wow. Das wusste ich tatsächlich nicht. Da habe ich jetzt gerade etwas ganz, ganz, ganz Frisches über das Game gelernt. Ich dachte, man musste alle vier berühren. Wie hat denn der das gemacht? Erstmal Real Talk. Wie hat der Meister das gemacht? So, Freunde. Und wir haben ein weiteres Mal den Schleim. Wobei, in dem Level, ist das schon das Final-Level? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Nee, oder? Oder doch? Das ist ja nämlich nur so, oder ist das vielleicht so eine Schleim-Verschnaufspause? Oder befreit der jetzt hier schon die Minenarbeiter? World 6 is nice. Ich bin gerade sehr unschlüssig, ne? Wir kriegen den Wonder Seed? Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Very sloppy. Oder doch? Doch, er hat die Minenarbeiter befreit. Wow, so schnell kommt der Meister durch die letzte Welt. Er hat sich hier sogar 2 Minuten gespart. Nicht schlecht. So, und jetzt haben wir hier ganz lange Animationen, ne, wie er aus der Welt rauskommt, wie in der Oberwelt mit dem Königssamen hier so ein Onyx absorbiert wird und so weiter und so fort. So, und jetzt geht's hier sozusagen auf dem Blüteninsel weiter. Ja, und um nochmal ganz kurz zurück zum Backlava-Thema zu kommen, ne? Warte mal, warum geht denn dieses Level? Don't restart the course, exit. Hat er das gerade betreten, obwohl er es gar nicht betreten wollte? Oh mein Gott, er ist so mad. Er hat gerade voll den Fehler gemacht. Nee, und ich bin sehr gespannt. Ich habe das noch nie getan. Also Backlava kenne ich bisher nur von Hikes Familie. Die machen das häufiger und geben mir dann so ein bisschen was mit. Und oh, wunderbar, wie er hier mit den Bubbles, Freunde, sich hier perfekt über die Mancher drüber befördert. Normalerweise müsste man in diesem Level in den Hintergrund gehen, ne, und da einsammeln und was weiß ich. Ist ihm alles vollkommen egal. Lässt sich jetzt hier sogar treffen, ne, akzeptiert den Treffer hier, will dann auch per Damage Boost nach oben kommen. Sehr, sehr interessant, macht hier eine sehr frühe Stampfattacke und aktiviert damit das Leuchten im Boden, ohne wirklich tatsächlich auf dem Boden gestampft zu sein. Ja, also das, man muss wohl nur in einer sozusagen Stampfattacken-Animation sein, um sozusagen hier an dieser Stelle durchzukommen. Super interessant, auch hier komplett durchgekommen, ohne die sich bewegenden Steine zu nutzen. Ey, faszinierend. Absolut faszinierend, was der Kollege hier gerade in diesem Level abreißt. Das macht sehr viel Spaß. Ich werde es heute aber mein erstes Mal Backlava machen. Ich glaube, das ist recht aufwendig, aber ich muss die ganzen Walnüsse hacken und ich muss die ganzen Pistazien hacken. Gehackte Mandeln konnte ich mir kaufen. Das war sehr cool. Aber ich muss dann noch ordentlich Pistazien und Mandeln hacken und ich glaube, das kann wirklich echt nervig werden. Aber ich muss mal schauen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, da muss man aber echt einfach mit dem Messer ran und dann einfach durchhacken. So, und jetzt betreten wir die letzte Welt und hier können wir einiges überspringen, weil der Meister hier super viele dieser kleinen Häuser besucht. Ne? Also ich glaube, es gibt insgesamt 4 Häuser, die man hier besucht. Wo man dann quasi einfach einen Samen geschenkt bekommt und das ist einfach nur ein absolutes Textbox-Massaker. So, er geht jetzt hier in das Search-Party-Level, ne, auch sehr, sehr spannend. Und weil er jetzt natürlich ganz genau weiß, wo er hin muss, das heißt, man kann sich hier auf jeden Fall massiv Zeit sparen. Das sind Level, die im ersten Playthrough immer sehr, sehr lange dauern, aber die beim zweiten Mal durchspielen dann eigentlich schon ganz gut gehen. Ich frage mich jetzt nur gerade, ne, ob er muss eigentlich, glaube ich, schon noch auf den Bohrer wechseln. Ja, er lässt sich jetzt hier auch treffen, ich wollte gerade sagen. Denn für eine Münze in diesem Level muss man auf jeden Fall den Bohrer aktivieren. Ja, das funktioniert großartig. Ist jetzt hier sogar schnell genug, um hier durchzukommen. So, aber ich glaube, hier muss man immer warten. Ich glaube, hier haben Runner bis heute keine Methode gefunden, ne? Schnell hier wieder sozusagen rauszukommen. Ja. Und deswegen werde ich jetzt heute wahrscheinlich noch mein Backblech schwingen, ne? So, der Fisch wurde nicht getroffen, der Typ hat keinen Bock. Und ich bin sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall keine günstige Süßspeise. Weil wie gesagt, man packt zumindest für eine etwas größere, was heißt eine normale Portion, nimmt man, ich weiß gar nicht, ich glaube 240 Gramm Walnüsse, 240 Gramm Mandeln und ich glaube nochmal 100 Gramm Pistazien. Und Nüsse sind so teuer. Holy shit, es ist geisteskrank, wie teuer Nüsse sind, aber das wusste ich. Und das heißt, für eine simple Portion Baklava muss man einfach sehr, sehr, sehr viel Nüsse kaufen, was dann einfach sehr, sehr teuer ist. Also ich glaube, das ganze Baklava-Ding hat, glaube ich, 20 Euro gekostet, also alle Zutaten, die ich für Baklava gekauft habe. Und ich glaube, bei den normalen Kuchen, bei dem nur so Eier, Mehl, Zucker, Butter und sowas kaufst, ich glaube, normaler Kuchen, so gerade mit Kakao noch oder so, kostet vielleicht 10 Euro oder so. Also Baklava definitiv eher die teurere
Variante einer Süßspeise. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Also ich liebe das wirklich. Nicht umsonst rappe ich im Spezi-Track, esse jeden Tag Baklava. Es ist natürlich absolut korrekt, dass ich jeden Tag Baklava esse. Nein, Spaß, es ist natürlich esse ich nicht jeden Tag Baklava, ne? Aber es ist definitiv eine Süßspeise, die ich extrem, extrem lecker finde. Und es wird jetzt Zeit, dass ich sie nicht immer nur mir bei anderen Familien schnorre, wenn die das backen. Sondern es wird Zeit, dass ich selber mal an den Herd springe oder an den Ofen. Ja, beim Backen sagt man eher, springt mir eher an den Ofen. Und dass ich mir da mal wie nennt man das so? Das sind so, nicht so Papiere, aber du kaufst dir quasi so Teig in so Rechtecken, ne? Ja, dass du den Blätterteig schichtest und ihn mit Zucker, Butter und Nüssen füllst und dann einfach eine richtig geile Süßspeise am Ende des Tages haben. Freue mich drauf, ne? Aber bevor wir uns Baklava backend an den Herd schwingen, Freunde, müssen wir jetzt erstmal hier diesen Run anschauen. Aber nur, damit ihr wisst, also ich war quasi davor einkaufen. Und tatsächlich, was auch sehr spannend ist für euch, an dem Tag, wo das Video rauskommt, also an dem Samstag, an diesem Reaction Saturday, bin ich tatsächlich abends ganz spontan auf einem Event, wo ich keine Ahnung habe, was dort auf mich wartet. Denn ich wurde ganz spontan von Red Bull eingeladen nach Frankfurt zum Red Bull Dance Your Style Finale. Das ist so ein Dance Contest, den Red Bull gemacht hat. Und da ist in Frankfurt ein ganz großes Finale. Und das geht irgendwie, glaube ich, von 19 bis 22 Uhr. Und danach noch mit Aftershow Party, ne, meiner absolut liebsten Tätigkeit, wie ich in dem einen oder anderen Podcast schon angesprochen habe. Und ja, ich bin da sehr spontan gelandet, weil tatsächlich noch irgendwie spontan ein Ticket frei geworden ist. Und der Kontakt, den ich bei Red Bull habe, absoluter Ehrenmann, hat gesagt, yo, wenn du mir heute noch Bescheid gibst, also der hat mir ein paar Tage vor diesem Event, also vor wenigen Tagen hat er mir geschrieben, so, yo, wenn du dabei sein willst, sag mir heute zu. Und ich habe gesagt, okay, ich fahre nach Frankfurt, I do it. Der hat mich da quasi hingebracht und ich bin echt gespannt, was da los ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Event, also Red Bull ist mittlerweile mit einigen Hip-Hop-Künstlern tatsächlich mittlerweile verbandelt. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze läuft, ne? Was da so für maybe Celebrities rumlaufen und dann bin da ich einfach irgend so ein bayerischer Otto, der Gaming-Videos macht, der eine Stunde lang jemandem anderen dabei zuguckt, wie er Mario Bros. Wonder spielt und währenddessen drüber redet, dass er sich Baklava backt. So, das überspringe ich wieder. Hier war er einfach nur wieder in so einem Haus, hat sich da einfach einen Wundersamen for free abgeholt. Ich glaube, die heißen in Deutsch sogar Observatorium. Hat jetzt nicht so viel mit dem Sternenobservatorium aus Majora's Mask zu tun, aber der hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack. So, und jetzt müssen wir in diesem Level noch den Secret Exit mitnehmen. Es ist so krass, wie viel man hier überspringen kann, wenn man das Bohrer-Item hat. So, wir müssen jetzt an dieser Stelle an die Decke und können dann sozusagen hier oben durch, um dann hier den Secret Exit zu aktivieren. Stoßen hier den letzten Dominostein, nenne ich das mal um, damit hier die Blöcke schnell verschwinden. Einmal durch den Boden und schnell ins Ziel. Und da ist der Secret Exit mit der absolut befriedigenden... Oh mein Gott, ich bin gerade auf die Taste 0 gekommen, Freunde. Mit der absolut befriedigenden Animation. So, Moment, jetzt habe ich hier kurz falsch gespult. Na, es ist ja nämlich so, dass du kannst ja Videos steuern, wenn du die Nummerntasten drückst. Ne? Also, wenn du, glaube ich, die 0 drückst, springst du ganz an den Anfang oder weitestgehend an den Anfang. Wenn du die 1 drückst, springst du, glaube ich, zu 10% des Videos, bei der 2 zu 20% des Videos und so weiter. Und jetzt bin ich hier gerade auf die 0 gekommen, wodurch ich uns das hier fast ein bisschen versaut habe. So, hier die Wirbelattacke, ne, die Galaxy-Fähigkeit wird sie auch gerne genannt. Ich liebe sie, sie macht richtig viel Spaß, richtig, richtig cooles Feature. Und da kann er natürlich jetzt auch ganz easy und entspannt sich hier die 10er-Münzen mitnehmen, weil in diesen Challenge-Leveln die 10er-Münzen häufig eben auf dem Weg liegen, wodurch er sich hier quasi ganz entspannt 30 lila Münzen holt, um sich dann im nächsten Shop für 100 lila Münzen einen weiteren Wundersamen leisten zu können. So, er ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zum nächsten Observatorium, wenn ich die Oberwelt aus Welt 3 noch richtig im Kopf habe. Na, aber wir beobachten. Wir werden weiter beobachten, Freunde. Und ja, bei diesem Dance Your Style Finale, ich bin echt gespannt. Also ich fahre da Samstag Mittag, fahre ich dahin. Und schauen wir das Ganze dann an. Also da ist tatsächlich auch Hotel und so und Shuttlebus und Afterparty alles mit drin. Also ich weiß noch nicht so genau, warum ich da eingeladen wurde. Das ist so,
Ich weiß nicht, ob Red Bull vielleicht irgendwie meinen Impact, so meinen öffentlichen Impact überschätzt. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin sehr dankbar dafür, da dabei sein zu dürfen. Und jetzt hat hier gerade den Checkpoint geskippt. Sehr interessant, ne? Spart sich hier auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen Zeit, weil, glaube ich, das Game... Obwohl, nee. Stimmt, man verliert ja nur Zeit, wenn beim Checkpoint, wenn man noch klein ist und dann das Item bekommt. Oh! Der Meister verliert an der Stelle sein Bubble-Item. Sehr, sehr, sehr unschön. So, hier muss man, glaube ich, einfach nur schnell genug sozusagen hier entlanglaufen. Das sollte aber für ihn absolut kein Problem sein. Muss hier scrolling-technisch ein bisschen aufpassen. So, boah, da kriegst du ja Platzangst, wenn du hier durchdüst. Aber das sind Passagen auf jeden Fall im Spiel, die ich sehr, sehr, sehr cool finde. Also diese Idee, sozusagen die, zumindest für den Betrachter, so die Gravitation so zu drehen, dass Luigi aufrecht auf dem Hintergrund laufen kann. Übel geil. Feier ich tatsächlich sehr. Richtig, richtig geile Mechanik. Na, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ne? Also wie gesagt, wenn ihr das am Reaction Saturday live guckt, dann checkt doch auf jeden Fall mal in den nächsten 24 Stunden meine Insta-Story. Da werde ich einiges posten. Oder kommt in die WhatsApp-Gruppe, ne? Wir haben mittlerweile einen WhatsApp-Kanal. Ich muss den Link dazu noch in die Kommentare packen. Oder in die Beschreibung, dass ihr den WhatsApp-Kanal noch joinen könnt. Wir sind da zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sind wir in unserer WhatsApp-Gruppe. Moment. In unserem WhatsApp-Kanal. Aktuell. 2489 Member. Die sich da wirklich feinsten Bullshit von mir reinziehen. Also, ich habe letztens ein Bild von der Toilette gepostet. Na, ich glaube, dann wisst ihr, was da auf einen wartet. Und jetzt müsst ihr auf jeden Fall noch mal ganz kurz aufs Gameplay eingehen, denn hier sehen wir mit eines der geilsten Features im gesamten Spiel. Und auch gleichzeitig leider eines der nutzlosesten. Denn das ist das, ich nenne das Spider-Man-Feature. Ich glaube, die meisten nennen das Spider-Man-Feature. Ne? Es ist... Oh, er ist tot. Oh mein Gott. Dude, er ist tot. I could save that. Oh, no. Oh mein Gott, okay, aber er ist ganz, ganz schnell wieder back in business. Das kostet ihn aber auf jeden Fall Zeit. Dieser Fail könnte ihn den Weltrekord gekostet haben, tatsächlich. What was that? Dude, go. So, oh boy, der Meltdown. nee, also wirklich absolut episches Item. Es macht so Spaß, dieses Item zu benutzen. Das große Problem ist leider einfach nur, dass es im normalen Playthrough absolut nutzlos ist. Na, also das ist leider ein Item, was du einfach in den normalen Leveln gar nicht gebrauchen kannst und dann es lohnt sich quasi nur in diesen extra für dieses Batch entwickelten Leveln. Ne? Denen macht das Spaß und in denen ist es auch sinnvoll, das zu nutzen. Ansonsten ist das leider etwas, was nicht sehr hilfreich ist. Was ich sehr schade finde. Yo, geht hier mit einem geduckten Twirl-Sprung unter diesen Plattformen durch. Er wird jetzt, glaube ich, auch an der Stelle keine lila Münzen mehr sammeln. Weil ich sehe, dass er nämlich nochmal die 100 lila Münzen zusammenbekommen hat. Damit wird er sich vermutlich noch einen Wundersamen leisten können. Und das ist dann wahrscheinlich der letzte, den er sich kauft. Na? Und deshalb, braucht er jetzt keine lila Münzen mehr. Das heißt, jede lila 10er Münze wäre einfach nur ein Umweg für ihn, der ihn am Ende des Tages Zeit kosten wird. Das heißt, wir müssen jetzt leider alle lila Münzen hinter uns lassen. Und jetzt geht es wirklich einfach nur noch darum, die benötigte Anzahl an Wundersamen zu bekommen. Ne? Und eine kriegen wir auf jeden Fall noch hier durch das Verzerren dieses Gesichtes von dem Steingumma. Den finde ich richtig episch. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein sehr, sehr episches Element. Vor allem, wenn man den, finde ich, im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt. Und erst wenn man dann an dieser Kette zieht, merkt man, oh shit, das ist ein Goomba und oh mein Gott, man verändert jetzt seine Mimik, indem man an diesem Gitter zieht, ne? Schon geil gemacht. Ich finde das sehr, sehr strong gemacht. So, und jetzt hier aktiviert er wieder die Bubble Jumps, um hier hochzukommen. Wow. Oh mein Gott. Vor allem komplett im Dunkeln. Das ist, glaube ich, safe eine Passage, die man als Runner richtig trainieren muss, dass man hier im Dunkeln auf jeden Fall im passenden Abstand die Bubble Jumps setzt. Mega, mega cool. Sehr sexy Passage. Absolut schicke Passage. Geil gespielt, es hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken. So, auch hier wieder, ne? Oben auf die Bubbles, um hier an Höhe zu gewinnen. Ey, so strong. So strong. Und hier die Kette da drüben dreht, glaube ich, nur dieses Element in der Mitte, ne? Und dann passt das. Wie gesagt, also, aber um mal kurz zum Red Bull Dance Your Style Finale zurückzukommen. Wie gesagt, schaut da gerne in die Insta-Story oder kommt in den WhatsApp-Kanal. Falls ihr in den WhatsApp-Kanal kommen wollt, im Twitch-Chat ist der verlinkt. Also wenn ihr im Twitch-Chat einfach nur, das geht auch, wenn ich offline bin, einfach kurz aussuchen, was euch in WhatsApp schreibt, kriegt ihr den Link. Ich werde aber versuchen, daran zu denken, den Link zum WhatsApp-Kanal ab jetzt in jede Videobeschreibung zu packen. Ob ich schaffe, ist die andere Sache. Aber,
Ich werde es auf jeden Fall versuchen. So, jetzt geht er da oben nochmal ins Observatorium. Da bekommt er dann Wundersamen Nummer 14. Und jetzt fehlt ihm an der Stelle noch eine. Und den holt er sich hier aus dem Shop. Da gibt er seine letzten 100 lila Münzen aus und kann sich jetzt zum ersten Level oben in der Welt teleportieren, weil da muss er dann einfach nur kurz nach rechts laufen und kommt hier ins finale Cast von Welt 6. Und Freunde, ihr merkt schon, langsam, aber sicher nähert sich dieser Run einem Ende. Na, wir schließen jetzt an der Stelle Welt 6 ab und dann kommen wir auch schon in die Bowser-Welt. Und ich weiß aus der Bowser-Welt, dass es da auch noch einen ganz, ganz krassen Skip gibt, auch mit der Bubble-Blume. Interessant, dass er jetzt aber hier an der Stelle auf jeden Fall schon mal sich eine Blume mitgenommen, also eine Vase mitgenommen hat, weil ich glaube, ein Gegner spawnt so in seiner Fresse, dass er sich da quasi mit der Blume schützen kann. Oh mein Gott. Fast oben in die Säure gekommen, aber er lebt noch. Oder ist das Lava? Ist das eigentlich jemals geklärt worden, ob das Lava oder Säure ist? Ey, mega, mega, mega stark. So, und kommt jetzt hier zum Bowser-Fight, der aber absolut useless ist. Also ich überspringe den, also niemanden interessieren die Boss-Fights in Mario Bros. Wonder. Es tut mir furchtbar leid. Außer der Final-Boss. So, und für das Besiegen von Bowser Jr. erhalten wir hier den Royal Seed. Und der bringt uns zurück auf die Oberwelt, wo jetzt ein weiteres Onyx abgesaugt wird. Ne, und das ist halt so interessant. Zwei Onyxe werden einfach gar nicht abgesaugt. Ne? Den ersten Wundersamen hat man einfach so bekommen. Das haben wir am Anfang des Runs gesehen. Der wurde Mario einfach in die Tasche gesteckt. Und jetzt, sind hier quasi noch zwei Onyxe um Bowsers Schloss rum. Aber es scheint jetzt trotzdem so zu sein, dass Bowser sauer ist. Ne? Und er hier sozusagen so ein Podest erscheinen lässt, sodass Mario jetzt einfach das Finale betreten kann, obwohl da noch zwei solcher Viecher um ihn drum herum fliegen. Auch krass, dass sie nicht verschwinden, sondern die sind einfach noch da. So, die fliegen da. Aber da stellt sich auch wieder die Frage, wenn man in dieses Schloss kann, obwohl da einfach diese Viecher noch fliegen, was machen die eigentlich? Warum fliegen die da? Was ist deren Sinn? Also, die ganze Story Mario Bros. Wonder, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, ist ultra wack. So, die ergibt einfach von vorne bis hinten gar keinen Sinn. So, angeblich ist Bowser irgendeine Bedrohung für dieses Blütenkönigreich. Aber was tut er denn? Also, sein Schloss schwebt in der Mitte. Und das ist halt alles, ne? Also, das gibt sogar. Er hat ja nicht mal Peach entführt oder so. Er existiert einfach nur. Bowser existiert und wir müssen ihn aufhalten, weil Baum. So. Ne, weil er das Blütenkönigreich verunstaltet hat. So, jetzt schaut euch das an, Freunde. Schaut euch das an. Schaut euch diese Skips hier an. Normalerweise müsste man hier auf diesen Kugel-Release sozusagen reiten. Aber der Runner denkt sich so, nee, so was soll ich mit diesen Kugel-Release? Ich bin sogar ein bisschen schneller als die. Bam, ne? Kurz vor dem Landen immer die nächste Bubble werfen. Zack, wenn man da einmal den Rhythmus raus hat, kann man da ganz entspannt landen. Und das sind, glaube ich, auch Level, wenn man die einmal geübt hat, ne? Alles entspannt. So, das ist so cool. Ich glaube, hier könnte man sogar mit der Schwebemütze, glaube ich, auch rüberkommen. Also ich glaube, diese Bubble Jumps sind hier gar nicht so notwendig. Ich glaube, wenn man genügend Speed hat, könnte man auch hier die Fallschirmmütze nutzen, um hier weiterzukommen. Aber so sieht es natürlich noch viel, viel beeindruckender aus. So, Bowser lädt ins zweite Level ein. Oh! Und wir droppen an der Stelle Mopsy. Alles klar, was heißt, wir droppen Mopsy? Er wählt Mopsy aus. Und das liegt natürlich daran, wie gesagt, dass Mopsy und Yoshi jeweils keine Gegentreffer kassieren können. Was natürlich in dem Level, ne, in welchem es nur so vor Blitzen wimmelt, sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr, sehr interessant ist. Voll geil. Wie gesagt, das wird aber nicht im gesamten Run gemacht, weil man eben die Items braucht, wie zum Beispiel die Seifenblasenblume. Und die Yoshi- und Mopsy-Charaktere können keine Items verwenden. Ne? Deswegen sieht man Mopsy tatsächlich nur in diesem Level. Das ist aber etwas, was früher eben nicht ging. Also bevor diese Major-Skips in Welt entdeckt wurden, um Welt 1 bis 3 zu skippen, war tatsächlich in den Restricted-Regeln und die Restricted-Kategorie war die am meisten gespielt wurde, stand drin, dass man eben diese Noob-Charaktere, in Anführungszeichen, nicht verwenden darf. Aber jetzt wurde gesagt, okay, wir glitschen eh schon rum. Dann macht, was ihr wollt. Ihr dürft jeden Charakter nehmen. Und jetzt wird hier tatsächlich als Mopsy weitergespielt. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt. Das ist, glaube ich, das Level, bei welchem man einfach von extrem vielen Kugel-Release beschossen wird, ne? Und wahrscheinlich gibt es dann jetzt am Ende eine Stelle, wo man sich auf jeden Fall treffen lässt, was dann mit Mario und Luigi schwer wäre. Oder man sagt sich einfach, ich will mir die Zeit sparen,
welche ich bräuchte, um die Charaktere durchzuswitchen. Ne? Man muss ja ins Menü, man muss sagen, Charakter wechseln, dann muss man Luigi auswählen und. Oh, schöner Save, mein Bester. Und ich glaube, vielleicht sagt sich der Run auch einfach an der Stelle, ja, mein Gott, ich will einfach gar nicht auf die Gegner achten. Ich brauche keine Items, um durch diese Level zu kommen. Items bringen mir hier nichts. Dann nehme ich doch lieber einen Charakter, mit dem ich hier komplett braindead durchrennen kann, ohne dass ich hier irgendwie, dass ich hier irgendwie Probleme bekomme, dass ich sterbe, weil ich zu häufig getroffen wurde oder so, ne? Aber crazy, hier Mopsy beim Einsatz zu sehen. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich Mopsy hier durch Mario Bros. Wonder runnen sehe. Das ist, ziemlich cool, das irgendwie so zu beobachten. Ich bin auch sehr gespannt, wie das finale Level gespielt wird. Da bin ich auch sehr gespannt. So, einfach hier durch. Wunderbar. Zack. Und da ist der nächste Wundersamen. Und das nächste Level erscheint. Und es ist... Oh, dieses Faustfestival. Genau, das ist, glaube ich, auch... Okay, er wechselt nicht zu den... zur Seifenblasenblume. Aber das ist auch ein Level, bei welchem man, glaube ich, an den Takt so ein bisschen gebunden ist. Er hat jetzt hier das Twirl-Badge mitgenommen. Wir sehen aktuell mit Mopsy, dass er hier so ein bisschen rumtwirlt. Da. Ne, und damit kann er sich halt diese kompletten... Boah. Diese kompletten Passagen sparen, bei welchen er eigentlich hier das aktivieren müsste. Genau. Okay, 3 Stampfattacken hier drauf. Okay, das ist einfach eindeutig zu weit. Bro, aber du kannst diese Welt ja so mit Mopsy durchcheaten. Dude, what the fuck? Du musst dir gar keine Gedanken machen, ob du getroffen wirst oder nicht. Das ist ja mal so heftig. Oh mein Gott. Ich habe teilweise in dem Level in meinem Speedrun, in meinem einzigen Speedrun-Versuch, den ich bisher gemacht habe, ich habe so gestruggelt, ne? Weil man hier so auf den Takt angewiesen ist, nämlich exakt an dieser Stelle. Mopsy zelebriert massiv sein Leben. Da habe ich so auf die Fresse bekommen. Ne, weil ich halt auch immer gestorben bin, weil die Fäuste mich irgendwann vernichtet haben. Und mit Mopsy bist du einfach so, ja Bruder, ne? Was sind Gegentreffer? Sag mir, was Gegentreffer sind, ich weiß es nicht. Und diese Stelle ist halt echt, die ist echt asozial hier, ne? Da musst du genau im Takt warten. Genau, aber hier musst du jetzt warten, bis im Takt die Plattform rauskommt. Das ist die Stelle, an der ich immer abgenippelt bin. Ne, weil ich dann nicht geduldig genug war, darauf zu warten, dass die Plattform hier aus dem Boden kommt. Aber man ist da eben etwas auf den Takt der Hintergrundmusik angewiesen. Im Hintergrund diese riesigen Ketten, die sich da von A nach B bewegen. Es sieht schon sexy aus. Diese ganze Bowser-Welt mit diesem grünen Metall-Neon-Ding ist so schön inszeniert. Und warte mal. Was hat er da oben gerade gemacht? Ich weiß nicht genau, was er da oben getan hat. Ich weiß nicht, ob er da irgendwas beschleunigt hat oder so. Na, aber... Und vielleicht ist es auch einfach wirklich nur Spaß, der da rumgehüpft. Aber dann kann ich euch jetzt leider nicht... exakt erzählen, was hier passiert ist. So, aber wir schließen das Level ab und gehen ins vorletzte Level. Oh nee, gar nicht. Wir gehen ins Finale, Freunde. Wir kommen zum Final Bowser. Oh boy. Okay. Final Battle Bowser's Rage Stage. So, und auch hier bleiben wir Mopsy. Alles klar. Es ist natürlich ein Scrolling-Level. Dementsprechend passiert da nicht viel. Und quasi man wartet einfach nur. Ne? Man wartet. Er kann keinen Gegentreffer kassieren. Er kann aber auch das Level nicht beschleunigen. Man wartet einfach nur. Das ist tatsächlich sehr, sehr langweilig. Wow, das letzte Level im Speedrun, was das Schwierigste sein sollte, wird durch diese Noob-Charaktere und dadurch, dass es Scrolling ist, einfach absolut useless, ne? Hier an der Stelle kann man es vielleicht noch ein bisschen schneller auf diese Poles hoch, ne? Wenn man halt ungefähr, wenn man halt weiß, wo die spawnen, kann man sich da vielleicht irgendwie so eine optimale Route, sage ich mal, irgendwie wählen. Aber im Endeffekt ist dieses Level einfach nur abwarten, ne? Das ist wirklich sehr unbefriedigend. Jetzt kommt hier nicht nochmal mein absoluter Lieblingscharakter aus gesamt Mario Bros. Wonder, der opernsingende King Boo. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Das ist so eine geile Sau, das ist so ein cooler Charakter. Und hier werden jetzt ja die ganzen Wonder-Effekte einfach nochmal durchgeballert, aber es ist halt alles Scrolling. Und Scrolling ist der Killer eines jeden Speedruns, weil du nichts beeinflussen kannst. So, und du kannst ja noch keinen Gegentreffer kassieren durch Nabbit. Das Finale ist erstaunlich unspektakulär, muss ich zugeben. So, und hier geht es jetzt natürlich immer darum, Bowser möglichst häufig zu treffen. Na, man muss hier jetzt immer möglichst schnell im Takt seine Hände kaputt machen. Ich glaube, man kann die Hände auch treffen, wenn sie nicht offen sind. Das ist etwas, was ich tatsächlich nicht wusste. Also du musst einfach nur irgendwie, wenn hier im Takt so gesprungen wird, musst du, wenn du so blau leuchtest, sozusagen sehr geil mit dem Wirbel schnell nach oben kommen. Einfach nur
entweder Bowser oder die Hände treffen, dann kannst du sie nämlich kaputt machen. Und natürlich sehr, sehr smart, hier den Wirbler mitzunehmen, weil du dadurch mehr Zeit in der Luft hast und noch ein bisschen weiter nach oben kommst, um hier Bowser noch besser zu treffen. Super interessant. Auch hier, er kann keine Gegentreffer kassieren, er ist Nabbit, ne? Juckt absolut nicht. So, und jetzt kommt sozusagen Bowser wieder vor auf die Stage, rastet ein bisschen aus, ne? Denkt sich so, ah, ich bin sauer. Hat jetzt die Stage auch zweigeteilt, dass die abwechselnd hier im Takt hochhüpfen. So, aber hier rechts auch nur eine Hand kaputt zu machen, nämlich die, die Bowser schützt. Oder die auf Bowsers Seite ist, um ihn eventuell zu schützen, was aber nicht passiert. Na, und dann kann man Bowser quasi wieder direkt an den Kragen. Und sobald er dann wieder in den Vordergrund kommt, ne, positionieren wir uns jetzt hier schon so. Oh, da hat er einen Fehler gemacht. Da wollten wir uns hier jetzt so positionieren, dass wir quasi die Hand direkt kaputt machen. Aber es ging nicht. Und deswegen hat er jetzt da, glaube ich, 2, 3 Takte verloren. So, und Bowser ist wieder sauer. Beschwört jetzt nochmal die Stage. Bringt ihm alles nichts, weil er unserem Nabbit einfach absolut keinen Schaden machen kann. Wir warten das einfach nur ab. Ist das simples Warten, ne? So, und jetzt sind nochmal die 4 Hände da. Er holt Bowser direkt ab, wenn er von oben runterkommt. Sehr, sehr interessant. Trifft ihn fast außerhalb des Screens. Und jetzt müsste, glaube ich, Bowsers finale Phase gleich kommen, ne? Auch hier die ganzen Metallkugeln komplett useless. Oh mein Gott, das Spiel wird so langweilig, wenn man diese Charaktere spielt. Und da ist der Schwachpunkt. Und wenn dieser Knopf gedrückt wird, dann ist das Spiel sozusagen oder der Speedrun durchgespielt. Zack, wir springen nach oben mit der Wirbelattacke, kommen wir hoch, landen auf dem Knopf und mit einer 1:33:47 wird dieser Run abgeschlossen. Freunde, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wenn ihr mich, Mario Bros. Wonder, spielen sehen wollt, verlinke ich euch hier unten mal das aktuell laufende Let's Play Co-op Mario Bros. Wonder mit CEO und Chimtex. Und wenn ihr einen anderen Reaction Saturday sehen wollt, verlinke ich euch den hier oben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.